Was wäre, wenn wir außerirdisches Leben entdecken? Allein in der Milchstraße gibt es fast 500 Milliarden Planeten, von denen mindestens 10 Milliarden der Erde ähneln. All diese Planeten und doch haben wir keine außerirdischen Lebensformen entdeckt. Aber was wäre, wenn wir es täten? Wenn die NASA Mikroben in den Ozeanen auf Europa findet oder alte außerirdische Ruinen auf der Venus? Was bedeutet das für unsere menschliche Zivilisation hier auf der Erde? Ist das eine gute Nachricht für uns? Hier ist Was wäre, wenn wir außerirdisches Leben entdecken würden. Seit den 1890er Jahren, als die Menschheit anfing, nach außerirdischem Leben in unserem Sonnensystem zu schauen, warten wir auf eine Entdeckung. Sollten wir etwas finden, wären das eher schlechte Nachrichten. Das könnte unseren Untergang bedeuten. Die Invasion von Außerirdischen sähe vielleicht nicht so aus, wie du sie dir vorstellst, so mit hochentwickelten Waffen und so weiter. Hoffentlich. Selbst wenn sie es täten, wäre das eher unser kleineres Problem. Entdecken wir außerirdisches Leben, zerstören wir uns selbst. Alles wegen des großen Filters. Welche Art von Filter ist in der Lage, unsere gesamte Zivilisation zu vernichten? Und warum? Okay, von Anfang an. Die Wahrscheinlichkeit besagt, dass es irgendwo im Universum außerirdisches Leben geben muss. Wäre dem so, dann müssten wir längst Lebenszeichen empfangen haben. Haben wir aber nicht. Das Universum scheint leer zu sein. Es ist dieser Widerspruch, der die Wissenschaftler umtreibt, seit man weiß, dass das Universum sehr, sehr groß ist. Sie nennen es das Fermi-Paradoxon. Es besagt, dass alle Arten im Universum denselben Evolutionspfad durchlaufen, egal woher sie kommen. Erstens, die Entwicklung von Leben irgendwo im Universum beginnt mit dem richtigen Sternsystem und einem Planeten, der genau die richtigen Bedingungen aufweist. Dann setzen sich organische Verbindungen zu selbst replizierenden Mustern zusammen und entwickeln sich dann zu komplexeren Organismen. Bis hin zu der Art mit großem Gehirn, die schließlich ihren eigenen Planeten übernimmt und nach ihren Bedürfnissen verändert. Hier auf der Erde sind das zufällig wir, die Menschen. Im letzten Schritt folgt die Kolonisierung des Weltraums. Dafür kann es viele Gründe geben. Überbevölkerung und die Notwendigkeit, sich auszubreiten, um zu überleben. Eroberungsdrang oder auch nur aus Neugier. Was auch immer der Grund ist, alle Zivilisationen versuchen, das All zu kolonisieren. Außerirdische gibt es vielleicht schon Milliarden von Jahren länger als uns, aber sie sind immer noch nicht auf der Erde aufgetaucht. Irgendetwas erschwert die Kolonisierung der Galaxie oder macht sie vielleicht sogar unmöglich. Der große Filter. Ja, das Ding, das die gesamte Menschheit auslöscht. Es ist etwas sehr Gefährliches. Etwas, das jeder Zivilisation widerfährt, die weit genug fortgeschritten ist, um ihren Planeten zu verlassen. Ein Schritt, der in jeder Evolution eintritt. Etwas, das vielleicht Milliarden von Jahren braucht, bis es passiert. Dass wir nie auf außerirdisches Leben gestoßen sind, bedeutet, dass der große Filter uns nicht auslöschte. Sind wir die erste Zivilisation, die überlebte und die erste, die dieses technologische Niveau im gesamten Universum erreicht hat? Nur weil wir noch nichts entdeckten, bedeutet das nicht, dass es keines gibt oder dass es nie existierte. Vielleicht war schon eine aggressive außerirdische Spezies auf dem Weg zur Erde, um uns auszulöschen. Aber sie haben nie unseren Planeten erreicht. Irgendetwas muss ihre gesamte Zivilisation vorher zerstört haben. Der große Filter. Es sieht nicht danach aus, als gäbe es fortschrittlichere Zivilisationen als unsere. Gäbe es die, wüssten wir das. Wir können nur auf Bakterien auf dem Mars oder auf Mehrzeller in den Ozeanen von Europa hoffen. Beides wäre beunruhigend, aber das Schlimmste wären antike Ruinen einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation. Sollten sie den großen Filter nicht überlebt haben, werden wir es auch nicht. Der einzige Unterschied ist, dass die schon lange tot sind und dass unser Schicksal uns immer näher kommt. Je komplexer und fortschrittlicher von uns entdeckte Außerirdische sein werden, desto weiter wird der große Filter von uns weg sein. Vielleicht beginnt dieser Filter, sobald eine Spezies die Kontrolle über ihren eigenen Planeten übernimmt. KI, die ihren Schöpfer vernichtet, Experimente, die den ganzen Planeten in die Luft jagen, Gentechnik, die schiefläuft, Klimawandel, es könnte alles sein. Und es könnte dieser außerirdischen Zivilisation passiert sein und es könnte auch uns passieren. Außerirdisches Leben mag wie die aufregendste Entdeckung unserer Zeit klingen. Aber vielleicht ist es besser, wenn das Universum absolut steril ist und Milliarden neuer Planeten nur darauf warten, entdeckt und erforscht zu werden. Aber das ist ein anderes. Was wäre, wenn?